ursprünglich wild und wunderschön. Die Naturparkregion Reutte ist ein Paradies inmitten grandioser Berg- und Wasserwelten. Frühmorgens und noch vor Sonnenaufgang wirft ein Fischer seine Angel aus. Fast schwebend treibt das Boot im spiegelnden Plansee. Der Plansee ist ein außergewöhnliches Gewässer. Mit mehr als 6 Kilometern Länge schmiegt er sich wie ein Fjord in die wunderbare Bergwelt. Segler, Surfer und Schwimmer finden hier ein Paradies, eingebettet in die Tiroler Bergwelt. Die Fahrt an Deck eines der beiden Passagierschiffe ist ein unvergessliches Erlebnis. Im angenehmen Fahrtwind lässt sich die umliegende Bergwelt erleben. Geheimnisvoll und romantisch liegt der Frauensee versteckt auf einem Hochplateau über der Ortschaft Lech-Aschau. Er ist zugleich Ausgangspunkt und Ziel zahlreicher Wanderrouten und Spazierwege. Viele weitere Badeseen wie der Alatsee und der Urisee liegen in der Region. Malerisch glitzernde Wasserfälle. Türkisblaue Gumpen, eingemeißelt in Felswände. Die Stulbenfälle tragen das Wasser seit Jahrhunderten vom Plansee talabwärts in Richtung Reutte. Geführte Canyoning-Touren lassen dieses Naturschauspiel hautnah erleben. Das Abseilen von einem Wasserfall und der Sprung in einen der Gumpen ist ein Erlebnis für alle Generationen. Der Naturschutz gestellte Riedener See ist ein idealer Ort für jeden Naturfreund. Umgeben von einer reichen Flora und Fauna spendet der See beinahe ausgestorbenen Tieren und Pflanzen Leben. Ländlicher Charme und städtisches Flair geben der Ferienregion eine besondere Note. Wo immer man durch Reutte schlendert, plätschern Brunnen mit Trinkwasserqualität und Cafés laden zum Verweilen ein. Im Herzen des Marktes finden sich zahlreiche, mit Lüftelmalereien verzierte Gebäude aus der Zeit von Johann Jakob Zeiler. Wer Bewegung an der frischen Bergluft sucht, wird in der Naturparkregion fündig.
der neuen Hahnenkammbahn gelangen Wanderer zum Ausgangspunkt verschiedenster Bergtouren. Mehrmals im Jahr startet der Betrieb schon vor Sonnenaufgang. So können Frühaufsteher den Beginn des Tages aus einer ganz besonderen Perspektive erleben. Einmalig in Tirol erreicht man in nur wenigen Minuten von der Bergstation entfernt den Alpenblumengarten. In einer Höhe von 1700 Metern lassen sich 600 Pflanzenarten mitunter sehr seltene Alpenblumen entdecken. Wer nicht mit der Bahn absteigen möchte und keine Angst vor großen Höhen hat, kann mit einem Tandem-Gleitschirm ins Tal fliegen. Vom Gleitschirm aus eröffnet sich eine völlig neue Perspektive auf die Urlaubsregion. Noch höher hinaus gelangt man mit einem Segelflugzeug. Gestartet wird am Flugplatz Höfen und in nur wenigen Minuten lässt sich das Burgenensemble Ehrenberg und der Talkessel von Reute aus einer ganz neuen Perspektive betrachten. Geräuschlos durch die Tiroler Bergwelt gleiten und die Welt von oben bestaunen. Erst von oben lässt sich der älteste Bewohner dieses Tals richtig erkennen. Der Lech. Gezähmt, aber immer noch voller natürlicher Kraft und durchsichtiger Sauberkeit fließt sein frisches Gebirgswasser durch das Tal. Unzählige unter Naturschutz stehende Pflanzen wachsen in den Lechauen. Am jährlichen Genussradwandertag lässt sich am Lechradweg neben der Natur auch die kulinarische Seite der Region erkunden. Den Höhepunkt bildet das Kulinarikfest der Naturparkwirte. Auf den verwöhnten Gaumen der Radler wartet ein bunter Reigen an Tiroler Schmankerln. In direkter Nähe finden sich auch die bayerischen Königsschlösser. Hohenschwangau und Neuschwanstein sind perfekte Ausflugsziele für Kulturreisende und Entdecker. Der Blick von der Eisernen Marienbrücke hoch über der Pöllertschlucht ist eines der vielen Highlights. Gemütliche Radwege und teils anspruchsvolle Mountainbike-Routen in allen Schwierigkeitsgraden laden ein, Natur und Landschaft zu erfahren.
Auch der hoch über Reute gelegene Schlosskopf ist zu Fuß oder mit dem Mountainbike erreichbar. Oben angekommen, wartet eine mittelalterliche Festungsanlage mit Spuren der Vergangenheit. Unterhalb des Schlosskopfes befindet sich die Ruine Ehrenberg. Einmal im Jahr verwandelt sich die Klause in eine mittelalterliche Welt, voller Ritter und anderen seltsamen Gestalten. Die Ritterspiele Ehrenberg laden auf eine spannende Reise in eine vergangene Zeit ein. Mittelalterliches Lagerleben, ein Mittelaltermarkt und ein Ritterturnier sind nur einige Highlights der Zeitreise. Wenn die Tage kürzer werden, verwandelt sich die Naturparkregion und der Winter legt seinen weißen Schleier über die Landschaft. Dampfende Nebelschwaden steigen über den gefrorenen Lech auf. Klare Luft rückt die umliegenden Gipfel näher und die ersten Sonnenstrahlen des Tages bringen die Gipfel zum Leuchten. Die Winterwelt der Naturparkregion Reute bietet Entspannung, Naturschönheit und so manches außergewöhnliche Freizeitvergnügen, auch abseits der Pisten. Bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt hört man das Schnauben der Rösser, das Geklapper der Hufe und genießt den Ausblick in eine verschneite, märchenähnliche Winterlandschaft. Über 120 Kilometer gespurte und mit dem Loipengütesiegel ausgezeichnete Langlaufloipen führen vorbei an zugefrorenen Seen, glitzernden Sträuchern und schneebedeckten Wiesen. Körper, Geist und Seele finden hier Einklang mit der Natur. Eine Schneeschuhwanderung durch die traumhaft verschneite Winterlandschaft. Snowwalking ermöglicht es, die Langsamkeit der Zeit und den Rhythmus der Natur wieder zu entdecken.
Hahnenkammbahn bringt Wintersportler in wenigen Minuten ins Skigebiet. In der Sonne glitzernde Hänge und ein tiefblauer Himmel lassen jedes Skifahrerherz höher schlagen. Mehrere Skihütten laden zu einem gemütlichen Einkehrschwung und zum Verweilen ein. Nach einem langen Tag im Freien findet man in der Alpentherme Ehrenberg die Ruhe zum Entspannen. Neben einer großzügigen Badelandschaft findet sich eine Saunalandschaft auf höchstem Niveau. Die umliegende Bergwelt der Lechtaler Alpen rundet einen wunderschönen Wintertag ab. Naturparkregion Reutte, das Tor zu Tirol.